Na? Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. In dieser letzten Zuflucht, oder im letzten Licht, whatever. Oh, hier wieder Tastatur, Dingens hier von Diablo 4. Na, wie wir ja wissen, hier ist alles verflucht. Hier können manche strange Dinge passieren. Aber nicht, wenn wir im Licht sind. Und hier ist eine Kuppel und wir sind im Licht quasi, zum letzten Licht. Und dementsprechend sind wir hier erstmal safe. Und deswegen gucken wir uns hier auch erstmal nochmal ein bisschen um. Denn das ist ja scheinbar, das sind scheinbar die Leute, die vorher im Heiden gewesen sind. Und die dachten sich so, ja geil, wir müssen hier weg vom Hain und müssen in ein anderes, sicheres Gebiet und haben sich dann dieses hier ausgesucht, was noch unsicherer ist. Ja, ziemlich gut. Zumindest wir sind hier, haben letztes Mal tatsächlich so ein paar Gegenstände uns herstellen können, so setmäßig, welche jetzt hier Dingens hier anhat, hier Lazel, obwohl hier steht kaputte Höllenlichthandschuhe. Das ist doch eigentlich ganz geil. Ja. Und ich habe auch Handschuhe natürlich gekauft. Für sie eigentlich. Weil hier so, ich glaube, die haben wir jetzt hier ankämpfen mit zwei Waffen. Ja, das hat sich dann natürlich gleich wieder erübrigt, sage ich mal. Ein bisschen doof. Aber ist halt so. Gut. Aber das ist so unser aktueller Stand. Dann würde ich nämlich sagen, wir gucken uns nochmal ein bisschen um und dann machen wir eine lange Rast und dann gehen wir weiter. Einkaufen brauchen wir jetzt normalerweise eigentlich gar nicht mehr, weil das haben wir letztes Mal schon gemacht. Deswegen würde ich das mal lassen. Aber wir haben tatsächlich hier noch ein bisschen was zu entdecken. Wir haben noch ein Gasthaus, glaube ich, ne? Was in der Art. Hier ist noch eine Quest, da können wir nochmal sprechen. Also... hier gibt es noch so ein bisschen was zu entdecken. Das wollen wir natürlich auch alles uns ansehen. Unten ist irgendwie noch ein Bereich. Hier kann man irgendwie aufs Dach rauf. Das hat wahrscheinlich auch einen Grund. Man kann hier hinten auch noch hin. Hier ist auch noch irgendwer. Da. Gut. Hafenmeister. Gibt es hier ein Boot? Können wir theoretisch mit einem Boot fahren? Nicht, dass wir das schon mal längst gemacht haben. Aber. Vielleicht. Ne, hier gibt es kein Boot. Ja, schade. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal nach oben, ne? Weil oben müssen wir hin. Da ist nämlich die eine Quest. Kommen wir überhaupt oben hin? Ja, doch. Es sah so eben ein bisschen eben gerade aus, als wären wir, immer noch unten, wenn wir hier reingehen, aber nein. Jo, das ist das Gasthaus, ne? Wir können, oh, wir können theoretisch sogar hier durch. Don't wander far. We need to talk. Krass, hier, super Secret Raum oder so, ne? Keine Ahnung. Aber wir wollen mal mit... der da? Ja. Mit der da reden. I need a quick word. Please. Be welcome. Have a drink. To your very good health. Ah ja.
auf eure geschätzte Gesundheit, währenddessen, die ja uns erst umbringen wollte. Ich mach mal Heilkunde. Sieht auch so ein bisschen aus, als würde die jegliche Möglichkeit nutzen, um uns irgendwie Schaden zuzufügen. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jahira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. Ja, aber mein Vertrauen verdirbt es. Das ist tatsächlich der Fall, ja? Indulge me. Nein. You don't know what you're missing. Guck mal, die sind alle sogar einverstanden. Well, over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you. Isn't it? Mal kurz gucken. Also wir haben jetzt, also alle haben gesagt, geil, mega. Hast gut gemacht, dass du den Wein nicht getrunken hast. Ihr wisst nicht, was ihr verpasst. Okay, das habe ich jetzt tatsächlich überlesen, weil ich tatsächlich oben in die Ecke geguckt habe. Um mich zu bestätigen, dass alle gerade zugestimmt haben. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Der Parasit verändert euch, ja. Was? Er will mich verändern und ich hab gelesen, und fühlt sich gewinnen. Wow. Ja, da geht schon wieder los mit, ich lese Sachen falsch und dadurch passieren Dinge, die ich eigentlich gar nicht hervorbringen will oder machen will oder, ne, übe schon. Das ist mir schon zweimal passiert, ne? Einmal mit der Kacke ins Gesicht werfen, wo ich das falsch gelesen habe, und dann einmal die Frage falsch verstanden oder falsch interpretiert. Er will mich verändern und für mich gewinnen, aber ich widerstehe seiner Versuchung. Die Antwort lautet nein, das hat keinerlei Einfluss auf mich. Naja gut, ich würde nicht sagen, dass es keinerlei Einfluss auf mich hat. Also an sich... Na gut, jetzt weiß ich, warum ihr meint... Ja, wow. Captain Obvious, ne? So, ja, der Parasit gibt mir Kräfte, er verbessert mich, klingt aber so ein bisschen... Ja, hm. Aber ich widerstehe seiner Versuchung. Ja gut, wie lange, weiß ich jetzt nicht, aber tatsächlich ist das aktuell tatsächlich der Fall. And you're certain you will continue to resist? Nicht mit absoluter Gewissheit, ja. Das würde ich... Also... Hallo? Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Oh, das ist natürlich auch wieder personenabhängig, wenn ich sage, natürlich können wir trauen, so. Oder ich sage einfach so, naja, mir ist völlig egal, ob mir traut oder nicht. Ich möchte meine eigene Haut retten. So. Ja, und vielleicht ist das dann so eine Persönlichkeit, oder hat sie so eine Persönlichkeit, ja, das reicht mir als Antwort. So, ne? Das kann ja auch passieren. Aber tatsächlich interessiere ich mich daran, meine eigene Haut zu retten. I won't begrudge you that.
but our interests align. And I hope no loyalty of that thing in your head to the Absolute will interfere with our salvation. I've traced people like you. People with parasites in their brains, all the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Ja, das hat die Antwort hat zumindest schon mal gezogen. Wenn er zurückgekehrt ist, habt ihr ihn beim ersten Mal vielleicht nicht hart genug getroffen. Okay, na. Kann sein, dass es irgendwie, dass sie tatsächlich sogar Tote, also sogar Leichen irgendwie mit diesen Larven dann wieder zu irgendwas machen können. So tief in Dungeons & Dragons bin ich jetzt auch nicht drin. Ne? Ja, wer war, ist er? General Gadrick Thorne. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of Dark Justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Gadrick Thorne live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless. But experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Krass. Aber wenn der unverwundbar wird durch dieses Ding, ne? Durch den Parasit. Müssen wir das auch hinkriegen? Das wäre ja mega nice. Meine, stell dir vor, God Mode vom Spiel gewollt. Krass. Also, das wird natürlich nicht passieren. Ihr glaubt, ich kann ihn töten? Not immediately. Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Gadrick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Ja gut, wir wollen ja sowieso zu den Türmen hin, also so ist es ja nicht, ne? Also da kann man ja dann auch mal ein bisschen was mitmachen. Somit, ja, dann würde ich sagen, Kedricks Tage sind gezählt. Dafür werde ich sorgen. Also zumindest, wenn das dann irgendwie in meine Planung mit reinpasst, ne? Without a cure for your infection, your days are numbered too. Yet you selflessly offer to spend them fighting alongside us. I like you. I promise I will do everything I can to make sure you survive this. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Gatherick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. Ich hoffe, ungewürzt. Wie erreiche ich ihn? Die Türme sind vom Schatten umgeben. Ja, yeah. Vielleicht kriegen wir sogar noch eine Möglichkeit. Ich meine, vielleicht kriegen wir eine Rüstung oder vielleicht kriegen wir irgendetwas von ihr vielleicht sogar noch oder einen Zauber oder was auch immer. Ne? Womit wir uns so eine Kuppel zaubern können. Das wäre geil. Also wie erreiche ich ihn? Die Türme sind vom Schatten umgeben. You're not our only secret weapon. Isabel. A faithful cleric of Siluna. And a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you.
and she'll see you through the shadows safely. Scharlatan, nicht mein erstes Mal, ja. Aber geil. Geil, dass wir das so ausgetrickst haben, dass wir das nicht getrunken haben. Das ist cool. Das ist mega. Übrigens, was mir noch eingefallen ist, wir spielen ja jetzt mit dem, also ich spiele jetzt auf dem aktuellsten Update oder beziehungsweise das aktuellste Update, gerade so zu der jetzigen Zeit. Das müsste, mal kurz nach, das müsste, ich kann es gar nicht tun, weil ich rausgetappt bin. Update 5, genau, also Patch 5. Das ist dieser Patch, wo so ein Custom, also nicht, ja, wo ein Custom, also wo so ein neuer Schwierigkeitsgrad mit eingeführt wurde, ne? Dieser, ich sag mal, der Hard Mode, der Hardcore Mode, ne? Wo man, wenn man stirbt, sofort das Spiel vorbei ist, ne? Ich weiß gar nicht, ob man den theoretisch jetzt, ich glaube nicht, dass man den jetzt umswitchen kann, ne? Nein, kann man nicht. Kann man tatsächlich nicht umswitchen. Kann hier oben auch. Why? Warum haben wir so jetzt gemacht? Auf einmal hat man hier so. Ja. Und man kann, glaube ich, noch irgendwie. Ich weiß nicht, ob das in Option geht oder ob das. Wo geht denn das? Oder ob wir das überhaupt machen können. Dass wir so einen Custom-Schwierigkeitsgrad hier machen können. Aber ich glaube, das geht nicht. In dem laufenden Spiel, oder? Glaube ich nicht. Ist auch nicht so schlimm. Aber das ist alles möglich. Und das ist natürlich, da kann man nochmal die Experience sich so anpassen, wie man es gerne möchte, was ich sehr cool finde. Ja, wir sollen jetzt, wo sollen wir jetzt, ich bin uns hier, da wird uns angezeigt. Gehen wir nochmal hoch, ne? Wir wollen ja mit der reden, denn die kann uns helfen, damit wir ein bisschen einfacher durch diese ganze Kacke durchkommen hier. Wie da sie. Natürlich hinter einer Doppeltür, damit es richtig beeindruckend wirkt, ne? Achso, ja, und dann noch draußen auf dem Balkon. Achso, und die, aber die zaubert hier die ganze Zeit. Die muss ja wahrscheinlich dann permanent dabei sein, damit der Kuppel, ne? Vielleicht gibt uns einfach nur eine Möglichkeit, eine kleine Kuppel zu zaubern. Das wäre sehr schön. So, Isobel, wir brauchen deine Hilfe. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isobel. Pleased to meet you. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Ja, genau. Ja, ganz meinerseits, ich habe gehört, dass ihr seid die Beschützerin dieses Gasthauses, die Bannerin der Schatten. Myself and our lady are doing what we can to hold the line. I hear you and your tadpole will be our offense.
Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jahira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. Ooh. It hurts. Oh nein. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Selunite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. Naja, gut, wir haben ja immer noch Schattendingens hier. Schattenlied. Die eh sowieso auch irgendwie immun dagegen ist. Und wir können tatsächlich ja eine Fackel machen, ne? Also so eine Fackel und dann geht das ja tatsächlich, glaube ich, auch, oder? Zumindest, wobei ich weiß nicht, ob ich schon in diesen richtig dunklen Gebieten drin war, wo selbst uns jetzt der Schutzzauber nicht helfen wird. Aber tatsächlich, ja, zumindest wenn das alles nicht hilft, dann haben wir immer noch Schattenlied. Die kann da ja reinlaufen, die hat ja keinerlei Probleme. Aber sollte ich denn noch irgendwas wissen, ehe ich aufbreche? Catherick is a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Oh nein, Wir haben jetzt angegriffen. Was ist das denn? Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Catherick himself. Ein bisschen aus wie Geralt. Gut, Markus ist scheinbar, ne? Oh, Telefon. Ein Moment. Ah, geil, wer kennt's nicht? Schöne Scam-Calls, die wieder kommen. Hab ich richtig Bock drauf. Gut, also, dieser Markus ist scheinbar jetzt, böse. Isabel, kennt ihr diesen Mann? He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Catherick alive. Ja, das wird nix. Das wird leider nix. Denn. Klingt lustig, bin dabei. Was will er denn mit ihr? In seinen Gedanken nach weiteren Informationen suchen. Du hast leider den Falschen erwischt. Und das ist sogar nur eine 6. Das heißt also, der ist tatsächlich nicht so... Hey, ich bin auch nicht so gut. Aber es geht noch gerade. Aber er ist tatsächlich eher ein Lappen, was... Geistschützen anbelangt, scheinbar. A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Markus will euch entführen, Isabel. Diesmal müssen wir uns den Weg freikämpfen. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Catherick will never give you whatever it is you've been promised.
he already has. Time to go, Isabel. Denn jetzt? Nein. Gut, das ist ein kleines Problem, würde ich mal sagen, denn ich würde tatsächlich eher sagen, dass ich, bevor ich Isabel anspreche, lieber nochmal speichere, aber ich weiß nicht, wie weit zurück ich jetzt lade. Sehr weit zurück. Fuck! Das ist ein großes Problem, würde ich sagen. Hätte ich aber lieber... Na gut. Das ist ein Riesenproblem. Der hat so viel Leben, ne? Alles nicht so gut, würde ich sagen. Oh, wobei, ich würde mal sagen, wir revidieren die ganze Aussage mit, er hat viel Leben. Sieht danach aus, als würde das bald nicht mehr so sein. Wann greift er denn an? Oh, in dieser Runde gar nicht mehr. Oh, die hat ja mega den Angriff. Yo! Okay, eventuell schaffen wir das sogar. Okay. Hängt jetzt alles von dir ab. Du musst richtig hart reinhauen. Ja, Crit! Wow! Okay. Nochmal bitte. Scheiße. Aber jetzt nochmal. Wo ist eigentlich mein Bärchi? Ist er hier auch hier? Oder ist mein Bär hier irgendwo ganz anders? Mal kurz gucken. Oh, der ist da. Ah, scheiße. Ja, weil theoretisch könnte ich mein Bärchen natürlich auch nochmal nutzen, ihn zu töten, weil das ist natürlich auch nochmal ganz... Wobei, die Hoffnung liegt jetzt auf ihr. Sie ist ja noch dran. Achso, warte mal. Wir müssen wieder zurück switchen zu ihr hier, damit wir durchzug können. Oh. So viel halten die aber auch nicht aus, ne? So. Du müsstest jetzt eigentlich hoffentlich Ultra Damage machen. Das war jetzt nicht so Ultra Damage. So, wen wollen wir denn heilen? Dann mich. Hat er sich bewegt? Ah, interessant. Untot. Okay, gut zu wissen. Das sind Untote.
Wobei, was du nicht sagst, würde ich mal eher sagen. Ja, kommt alle hier zu mir hin. Oh nein, kritischer Fehlschlag. Mann, mach doch nicht sowas. So, Teddybär. Kannst du theoretisch bis hierhin und angreifen? Nope. Dann müssen wir das hier mal. Weiß nicht, ob dieses Honig-Ding ist hier mit Honigbroten, ob das bringt, weil tatsächlich. Ich meine, die haben ja gar nicht mal Waffen in der Hand. Also, was soll denn das? Also, normaler Angriff. Gut. Ja, dass da einer draufgehen wird, das habe ich mir eigentlich auch gedacht, wenn der wieder angreift. Das ist jetzt aber auch einkalkuliert von mir gewesen. So. Ich würde eher sagen, wir holen mal wieder, ne? Ah, scheiße, das war eine schlechte Idee. Obwohl, wir können einfach noch angreifen. Haben wir ein bisschen Schaden gemacht. Oh, und nochmal. Na gut, hat nicht geklappt. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt ihn töten. Ja! Ja! Du Wichser! I will not know failure. Wie bekommen die Erfahrungspunkte, wenn da unten einer stirbt auch? Das wäre natürlich relativ nice, würde ich sagen. Wo kommen wir überall hier nochmal? Überall wir da oder da? 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 Ja, ich würde sagen da. Wenn wir den tot kriegen. Der greift ja nicht. Doch, der greift auch noch an, aber. Er greift zuerst an. Aber ist egal eigentlich. Dann haben wir den. ...90 Erfahrungspunkte. Geil. Wie sieht's denn aus mit unseren Erfahrungspunkten? Noch ein bisschen brauchen wir. So, jetzt müssen wir uns langsam bewegen, denn... ne? Müssen noch mal ein bisschen hier... Boah, so brauchen wir nicht. Ja, heil dich immer selber. Und nimm dann Schaden, damit du dann damit deine Heilung auch richtig was gebracht hat. Fischer Fehlschlag, du bist so schlecht, ne? Ja, geiles Bärchen. Und das Bärchen, jo, das kann bis dahin. Huch! Todesfaust, töte einen Charakter mit. Achso, ich dachte schon, Isabel wäre da noch drauf gegangen. Töte einen Charakter mit einer waffenlosen Schlag. Ja, weil, ja gut, der Bär begreift ja nur mit seinen Pfoten an. Deswegen ist er in Ordnung. Habe ich das Achievement auch gemacht? Geil, ne? So macht man das. Ja, okay. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich, also wir sind hier oben tatsächlich safe. Wir müssen runter. Oder wir positionieren uns hier, ja, mit dem Bärchen müssen wir runter, aber wir positionieren uns zumindest mein Heini hier oben und greifen hier oben von an. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und das machen wir. Swift as my feet can carry me. Ach, ich bin so clever, ne? Ich komme hier.
Ich komme hier nicht raus. Na gut. Tod. Tod. Ja gut, wir müssen tatsächlich den also uns passiert ja sowieso nichts, sag ich mal so, aber wir müssen den Zug jetzt leider erstmal, ne, außer du kannst hier von so weit treffen. Ne, es geht in den Boden rein, das geht nicht. Ja, dann müssen wir tatsächlich hier erstmal. Also ich dachte tatsächlich, der Kampf, der jetzt hier kommt, ne, der wird tatsächlich problematisch für uns sein. Aber es scheint tatsächlich immer wieder sehr beeindruckend zu sein, dass das alles doch ganz gut klappt. Finde ich gut. So, das geht jetzt tatsächlich auch erstmal nicht, weil ich wieder so clever bin und mich einfach in die Tür gestellt habe. Aber die Erfahrung wird bekommen. Die Gruppe hat 90 Erfahrungspunkte erhalten. Jo, die bekommen wir also auch. Das ist ganz gut. Dann, oh, sie kann von hier. Kam vorbei. Nee, kam doch nicht vorbei. Irgendwo ist noch wer. Aber wo? Ah, hier oben! Gut, dass wir noch nicht runtergegangen sind. Ja, die. ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen problematisch, aber gut. Wie du erlebt das nicht? Die sind hier erreichbar. Ich gehe mal hier ein bisschen. Ja, sie ist nicht erreichbar. Jetzt hat sie sich da vorgestellt. Jetzt ist es nicht mehr meine Schuld, jetzt ist es deren Schuld da. Aber das ist ja auch unsere, das ist ja auch hier, ist immer noch unsere Questgeberin, ne? Beschützt Isabel von Markus. Der ist ja sowieso schon tot, aber wäre natürlich auch ganz gut, wenn die nicht stirbt, ne? So, kann ich jetzt theoretisch mit meiner Armbrust, das funktioniert. Brauche ich jetzt auch nicht irgendwie jemanden super Dings im Move einstellen, das wird schon so klappen. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. Isabel, are you all right? I'm fine. Markus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Also ich sag mal so, wenn wir wir haben ja Markus getötet, da wurde uns auch wieder gesagt, jo, da ist eine Larve drin, kannst du nehmen. Wenn ich die nehme, wen soll ich das geben? Ich denke mal tatsächlich wieder mir, ne? Weil ja, auch wenn das ein bisschen blöd ist, immer nur mir das zu geben, bin ich tatsächlich der einzige Charakter, der ja nicht meine Gruppe verlassen kann. Und dementsprechend sind die Skills, die ich dann da rein investiere, also die Larven-Skills, tatsächlich safe. Ne? Und also, weil ich kann mir ja gut vorstellen, dass die dann weg sind, wenn der Gruppe dann verschwindet, die jeweilige. Und dementsprechend ist es dann safer, wenn ich mir die alle gebe. Aber das muss man mal sehen. So, zumindest. Das lasse ich nicht zu. Let's hope your cunning is as strong as your optimism. You're the key to all of this. Wenn ich
wenn ich das nochmal höre. Wenn ich jetzt Catherines Kopf habe, werdet ihr wieder sicher sein. Ja, das ist ein bisschen sehr heroisch gesprochen, aber ich weiß ja nicht. Wir können auch handeln mit dir. Was ist denn so zu handeln? Gar nichts. Cool. No mercy. For Catherick will have none on you. End this. Ja, ich ende das. Damit haben wir ja tatsächlich, glaube ich, die Quest auch abgeschlossen, ne? Oder nicht? Also zumindest. Ja, beendet die Entführung. Abgeschlossen. Wir haben Markus daran gehindert, Isabel zu entführen. Warum sollte der Kult sie lebend haben wollen? Ja. Gute Frage. Naja, konnte ich leider nicht herausfinden aus dem Gehirn. Binde Schutz vor dem Schattenflug. Sprich mit den Hafnern außerhalb des Gasthauses zum letzten Licht. Wie bereits gesagt, die Kultisten können sicher durch den Schattenflug gehen. Selbst dort, wo es am stärksten ist. Ein paar Hafner wollen der Sache nachgehen. Wir sollten sie an der Brücke vor dem letzten Licht haben. Ah, interessant. Das sollten wir vielleicht mal machen. Also ich sag mal so, schon ein paar Nebenquests abgeschlossen. Ne? Also nicht schon. Das ist gut. Da. Okay, gut, das machen wir natürlich noch. Und unser Ziel, unser Hauptziel natürlich hier, und da werden wir wahrscheinlich auch einen richtig krassen Kampf vor uns haben, aber vielleicht haben wir bis dahin auch ein Level up. Und natürlich können wir Markus looten. Und hier ist nämlich die Larve drin. Ich hole tatsächlich die Larve schon mal raus. Ich mache das schon mal. Inventarausrüstung. Oh, krass. Der Button ist. Ist der Button neu? Bin noch nicht so aufgefallen. Ich hole das schon mal da raus. Wir looten in der nächsten Folge alles andere und machen dann auch natürlich die lange Rast, weil ich sag mal so, ich glaube, wir haben es nötig, ne? Großer Knüppel. Zweihändig. Zweihand-Axt. Ah, das bekommt erstmal Sinn. Können wir mal gucken. Lattenrüstung, mittlere Rüstung. Ich glaube, niemand kann mittlere Rüstung nehmen, ne? Doch wir. Aber, naja. Ring des veränderten Körpers. Okay, das ist ja. Weiß ich nicht. Können wir mal gucken, so. Und natürlich. Den einen Skillpunkt. Den vergeben wir nächste Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.